Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Retro Shuffle. Heute mit dem NES-Spiel DuckTales. Bei der Musik geht mir direkt das Herz auf. Dann fühle ich mich direkt zu Hause. Voll geil, elektronisch. Lass mal nochmal spielen. Wir fangen einfach bei den Amazonas an. Ich kenne das Spiel noch von früher. Komme ich da hoch? Ne, halt. Ah, Affen. Affen zur Hilfe nehmen ist immer gut. Die Steuerung ist ein bisschen komplizierter in dem Spiel. Man hat hier einen Schlagenknopf. Den kann man im Sprung aktivieren, indem man noch nach unten drückt dabei. Dann holt ja Dagobert seinen komischen Pogo-Stab raus. Auch wenn er mit dem eigentlich gar nicht springen können dürfte. Aber das ist auch egal. Mal gucken, was ich ja noch von dem Spiel alles weiß. Ich war früh als Kind. Bin nie gut in dem Spiel. Oh, oh Gott. Das müssen wir nutzen. Ich glaube, da unten war noch ein Leben oder so versteckt. Oh, das können wir uns vielleicht später noch holen. Pam, pam. Oh no. Wieder zur Hilfe? Ja! Yeah! Nein! Ach, Dummheit. Zick! Jawohl! Get the coin. Könnten da noch nach unten uns das Leben holen, aber. Naja, vielleicht schaffen wir es ja auch mit ohne Leben. Hat so ein bisschen was vom Mega Man das Spiel. Mega Man für Kinder. Oh. Biene! Jetzt müsste... Wer ist denn noch? Quack, der Bruchpilot kommt. Ja! Ha. Oh, oh, oh. Biene von hinten ist gut. Weil wenn nämlich Biene von vorne kommt, dann trifft die einen dort und man fällt, glaube ich, runter. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oh! Ha. Hier kann man einfach drüber springen. Haben sie gut gemacht. Voll witzig. Voll die Eigenschaften der Konsole ausgenutzt. Pam, 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 pam. Point. Ah. Ich weiß gar nicht, was das Ziel des Spiels ist, weil ich habe, glaube ich, noch nie ein Level zu Ende gespielt. you want a life back to Duckburg. A lift back to Duckburg. Yes, A. No, B. Nö. Ach, da können wir zurück. Warum soll ich das machen? Lass auch erstmal den Level zu Ende machen. Ich kann wieder oben langlaufen. Ah, jetzt zu spät, wa? Blüh! Blüh, Trottel. Oh, da war es versteckt. Okay, nice. Hey, $300,000 to pass through here. Yes, yes. Wir haben keine 300.000. Dummer, enter! Oh, nice. Das Tick, Trick oder Track, einer von den dreien. Use your cane to defeat the treasure. Keepers. Oh, da war ein Leben. Nice one. Thank you. Okay, das schaffen wir auch so. Die Dinger können wir wegschießen. Also, ich drück zur Seite. Ja, und dann schlagen. Und dann macht er Pum. Ist das nicht super? Okay. Ich war in dem Spiel noch nie so weit. Das ist ja unglaublich. Haben wir mal. Wann habe ich das gespielt? Wie alt war ich denn da? Gefühlt 5, 6, 7 Jahre alt oder so. Und da war ich noch dumm. Wow! Und jetzt kriegen wir nochmal Score dazu für die Time. Nice one. We did it! The Amazon Land, total money, ma. Wie lange haben wir jetzt schon auf der Uhr? Noch nicht lang genug. Die erste Folge, die war ja mega lang. Eigentlich wollte ich so 10, 15 Minuten lang ungefähr eine Folge machen, ne? Gib mal Transsilvanien. Können wir mal machen. Die
Musik finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Gehen wir nach links, geht nicht. Weil ich auch zu dem Spiegel, aber geht anscheinend nicht. Oh, wie heißt die Kleine? Boah, ich muss mir dringend die... Help! Huey has been kidnapped. Save him, please. Ja, okay. Huey ist bestimmt ihr Spielzeugtier. Ja, dann noch so ein Spiel. Oh, Geist. Ja, kein Problem. Wenn man undingslich ist. Wow. Au! Fuck. Vielleicht sind wir down. Ja. Oh no. Der ist ja voll schwierig, der Level. Toink. Ja, wir wissen, dass der wirklich gekidnappt wurde. Wir sind nicht doof. Wow, was war das für ein Sound, Alter. Lass mal hier hochgucken. Ist das Huey? Komm hier. Hi. Thanks, Uncle Scrooge. Guess what? This house has an illusion wall. Weißt du was? Hier gibt's eine Wand, hier ist gar keine. Alles klar. Ja, das Ding da. Wow. Nice. Was soll ich denn hier mit dem Unendlichkeitsgerät? Ernsthaft? Pam! Voll ausgewickelt, den Typen. Voll nice. Pam! Boah, wie die Sprites wackeln auf dem NES. Voll nice. Pum. Okay, wir gucken einfach mal weiter. Was hier sonst noch so Schönes gibt. Gucken wir nach links. Lass den Typen als Sprungbrett benutzen. Oh, das geht auch so. Einfach auf den Typen drauf. Nice. Können wir mal machen. Pam. Machen die Dinger da nichts? Ach. Okay. Okay, dann geht's einfach nicht weiter. Okay. Autschen. Oh, jetzt haben wir den Typen befreit. Ist ja nicht so gut. Ah, die beamen einem. Ich glaube, ich habe den Level nie gespielt früher. Autschen, du Spacken. War ja so klar, dass man da stirbt. Ja, danke. Können wir hier weiter hoch? Nee. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und gucken mal nach da weiter. Poing. Poing. Hier noch was versteckt. Ah, guck mal, das ist die Illusion Wall, glaube ich. Was war das? Ich glaube, wir haben jetzt gerade irgendwas dazu bekommen. Ich glaube, das war jetzt nicht so die super Idee, da drauf zu schlagen. Toing! Toing! Poing! Pamion. Da kommt nämlich der Geist raus. Mit Ducken hat man auch nichts gekonnt. Kann man auch davor hauen? Oh Mann. Was macht man jetzt? Hier können wir nicht weiter. An dem kommen wir auch nicht vorbei, ohne zu kaputt gehen. Scheiß die Wand an, ey. Ganz schön doof, ey. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Lass da noch mal reingucken. Ich würde mir nicht ganz gerne noch einen anderen Level anschauen. Ah, guck an. Hopp. Easy peasy. Hopp. Hopp.
Aha! Gott, oh Gott, oh Gott. Den Kollegen von Kopfhorn bringt an dieser Stelle nichts. Auch ein Leben, nice! Ah! Schau, schau! Jetzt sind wir hier. Okay, also den Spiegel müssen. Warte mal, der sieht ja komisch aus, der Typ da. Irgendwie. Naja, der sah ein bisschen deplatziert aus. Aber der andere da unten in der linken Ecke sieht auch ein bisschen deplatziert aus. Aber da können wir gar nicht ran. Ich kann mit feststellen. Nee, die Leute vom Kopf haben bringt nichts. Oh, und der Spiegel bringt auch nichts. Da muss ja irgendwas mit den Kollegen hier sein. Hä? Und jetzt? Was haben wir davon? Ach was, können wir das bei allen machen? Aha. Okay. Ja, toll. Okay, da haben wir ihn in den Kopf abgeschlagen. Toll. Aber was bringt uns das? Außer nix. Ich würde sagen, gar nichts. Okay, jetzt können wir hier weiterlaufen. Toll. Jetzt sind wir wieder an dieser Stelle hier. Ganz schön bobbelig. Mal. Immer von dem Eisenergie. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Können wir den Level abbrechen? Nee. Autsch! Oh shit. Mann, jo. Ich würde sagen, wir überspringen das Ganze jetzt nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder in einem anderen Level. So, dann sind wir wieder da. Ich habe mich kaputt machen lassen. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns den Mond einfach an. Hä? Einfach mal so? Unsterblichkeit? Dagoberto Taco. Dagoberto Tacos. Das ist so aufregend, dieses Spiel. Okay. Ich glaube, das Eis bringt uns tatsächlich irgend sowas wie Energie. Okay, was haben wir hier? Ah. Trottel. Autschen! Oh. Können wir hier weiterlaufen? Ha. Ah! Das soll einer riechen, ey, dass da eine Megaman-Plattform ist, die einfach so eiskalt hin und her geht. Der Sound ist auf Dauer ein bisschen doch nervig. Pam, pam. Zack. Dagobert Duck schlägt alles kaputt mit seinem ultimativen Hammer-Ding. Na toll. Na, oder so. Ich dachte, ich komme da vielleicht irgendwie ein bisschen cooler durch oder so. Bam, Junge. Okay, was hast du denn für einen Tipp für uns? Find Gizmo, Duck's Remote Control. Then he can blast the wall. Okay. Da
jetzt nicht weiter. Oh Mann! Scheiße, komm, wir kassieren hier einfach ein. Oh, so ein Arsch! Manu! Manu! Das ist das Spiel, ihr merkt schon, das ist relativ schwierig. Aber es ist durchaus machbar. In Amazonas haben wir ja ohne Continue gemacht. Jetzt gucken wir hier mal noch nach rechts, weil es hier so Schönes gibt. Bums. Oh, schade. Abgeschissen haben wir den. Zack. Ja. Ja. Wow. Okay, gucken wir jetzt hier nach oben. Und nach rechts natürlich. Logisch. Hä? Hallo? In diesem Spiel. Ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwas versteckt oder so. Boah, wie die versteckt sind alle Sachen hier. Ein Kuchen. Boah, und jetzt sind hier wieder die Dinger zu. Okay, gehen wir noch weiter nach oben ins Raumschiff. Auf dem Mond. Immer nach oben. Nach oben ist gut. Hat so dezent ein bisschen was von einem Metroidvania. Oh, das wird schwierig. It's a hidden treasure! Oh, der war... Der war so hidden. Okay. Dass dieser Level dadurch nicht beendet wurde. Ich dachte jetzt, der fliegt nach oben und will uns da wegmachen. Oh, du Arsch. Alter. Okay, jetzt gucken wir mal nach links. Oh, hallo. There's a key inside the UFO. The UFO. We can't go on without it. Mann, das sah auch aus wie eine Mega Man-Tür, wenn ich mal ehrlich sein soll. Ah, shit. Wo ist der Schlüssel versteckt? Hier schon mal nicht. Autsch. Vielleicht ist es hier drin versteckt. Natürlich nicht. Boah. Also, man hat ja früher sehr viel zu tun gehabt mit dem Spiel. Autsch. Na komm, lass doch mal nach hier nach oben gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Nee. Nix! Nix haben wir hier! Nix! Außerdem. Oh, Game over! Und damit war es auch schon mit der ersten Runde. Mit der zweiten Runde. Dingenskirchen. Na, Retro-Shuffle. Mal sehen, was wir in der nächsten Folge spielen. Mach's gut, bis dahin und tschaußen! DuckTales, ooh, do 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 do. DuckTales, ooh. Vorsicht, es geht mal her, Goofy, alle sind bei dir. In den Hausen ist in Aufruhr. DuckTales, ooh, do 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 do. Tag für Tag, DuckTales, ooh. Ich weiß den Text nicht mehr! Scheiße! Na gut. Tschüss!